Ja, wer die Buchreihe von Wolf Haas kennt, würde den heutigen Tag damit beginnen, dass man sagt, es ist schon wieder was passiert oder es ist mehr passiert. Mittlerweile hat man ja gar nicht mehr den Überblick, was in diesem ganzen ÖVP-Universum alles möglich ist. Und Sie denken vielleicht noch an meine Worte der letzten Wochen, wo ich immer wieder gesagt habe, es würde mich nicht wundern, wenn man früher oder später die ganze ÖVP-Spitze vor Gericht finden würde, angezeigt nach dem Mafia-Paragrafen. Die gestrigen Vorfälle rund um die Hygiene Austria zeigen, dass es hier schon wieder die nächsten Vernetzungen im Hinblick auf die ÖVP gibt. Und wenn es sich wirklich herausstellt, dass dieser Verdacht stimmt, dass hier Masken aus China billigst eingekauft worden sind und auf der anderen Seite dann umetikettiert hier den Weg auch ins Parlament gefunden haben, weil der Ausrüster des Parlaments ist ja auch Hygiene Austria. Der Herr Sobotka hat höchstpersönlich dafür gesorgt, dass seine Freunde von der ÖVP gleich hierher liefern können. Dann weiß man, was es geschlagen hat. Und dann sind wir aber in einem Bereich, wo man sagt, die ÖVP versucht nicht nur politisch Kapital aus dieser Krise zu schlagen, was ohnehin nicht gelungen ist, sondern es ist noch viel unappetitlicher festzustellen, dass die ÖVP hier offensichtlich auch finanziell massiv Kapital aus der Krise schlägt, und wir werden zu gegebenen Zeitpunkt auch noch einige andere Firmen nennen, die ganz massiv dem ÖVP-Netzwerk entstammen und wo man sieht, dass hier aus der Krise eigentlich massives Geschäft gemacht worden ist, ich möchte so sagen, also eigentlich Kriegsgewindlerei betrieben worden ist. Ja, politische Hygiene, das ist eine gute Überleitung von der Hygiene Austria zur politischen Hygiene. Der nächste Punkt, der unfassbar ist aus meiner Sicht, ist der Umstand, was schon wieder mit diesen Kurz-Strache-SMS passiert ist. Also hier am Tag vor dem Untersuchungsausschuss, wo die zwei wichtigsten Proponenten aus dem Kurz-Universum geladen sind, der Herr Melchior und der Herr Steiner, plötzlich zu sagen, die Parlamentsdirektion nimmt die gelieferten SMS nicht an, die heute wesentlich gewesen wären. Und jetzt stellen wir das einmal zur Seite, dass auch noch die Stufe 3-Klassifizierung drauf ist. Also da geht es ja darum, wenn Menschenleben in Gefahr wären und so weiter und so fort, dann ist die Stufe 3 gerechtfertigt. Also alles das ist ja auch eine Kutzpe. Und dass die Parlamentsdirektion, und das sind wir wieder beim Herrn Sobotka, dann dieses Material nicht annimmt und dann sozusagen wieder zurückschickt ins Justizministerium, zeigt ja nur, dass man hier sozusagen wiederum die beiden Proponenten von der ÖVP, die heute da sind, freispielen wollte, damit man uns das, man hat versucht, uns wiederum das Arbeiten zu erschweren. Und das ist die Republik Sobotanien, in der wir uns da jetzt momentan gerade befinden, und schon langsam nimmt es wirklich sehr, sehr skurrile Züge an. So, im Grunde reicht es schon wieder für eine Pressekonferenz, aber wir sind noch lange nicht fertig. Wir kommen ja jetzt noch zur Hausdurchsuchung Blümel, die ja mehr oder weniger eher so ein gemütliches Beisammensein gewesen sein dürfte, oder jedenfalls hat man ihm alle möglichen Rechte eingeräumt, um noch seine Frau anzurufen und ihr zu sagen, dass sie doch am Spaziergang mit dem Baby in dem Kinderwagen auch noch den Laptop einpacken sollte. Also braucht drei Kinder. Hat meiner Frau auch immer gesagt, dass sie den Laptop mitnimmt, wenn sie spazieren geht mit dem Kinderwagen. Also das ist eine ganz typische Handlung. Ich weiß nicht, wie man da jetzt auf die Idee kommt, dass man da irgendwelche vorherigen Schlüsse zieht. Nein, im Prinzip unerträglich. Und ich möchte hier eines klar machen. Wir lassen uns von dieser ÖVP nicht mehr an der Nase herumführen. Und es wird auch dazu führen, dass es heute demnächst die nächste Anzeige setzen wird von uns. Und zwar werden wir eine Anzeige gegen den Finanzminister Blümel einbringen, wo es schlicht und ergreifend um Beweismittelunterdrückung geht. Was ist mit diesem Laptop in der Zwischenzeit passiert, wo die Frau damit unterwegs gewesen ist? Ist er da schon vom ÖVP-Forensik-Team gereinigt worden, oder wurden irgendwelche Benutzer gewechselt, oder wurde das Gerät ausgetauscht? Wir wissen es nicht. Fakt ist, dass es eine unglaubliche Handlung war, dass er diesen Laptop überhaupt außerhalb seiner Wohnung schaffen konnte, respektive seine Frau. Und da werden wir auf jeden Fall nicht locker lassen. Es muss aufgeklärt werden. Und machen wir nur ein Gedankenexperiment. Also würde es solche Umstände im Zusammenhang mit einem Freiheitlichen geben, wäre mir nicht sicher, ob nicht die Partei schon verboten wäre. Beim Herrn Blümel passieren solche Dinge zufälligerweise jede Woche, und es stellt niemand die Frage, was in diesem Land eigentlich noch alles möglich ist. Ja, kommen wir zum heutigen Tag. Es tut mir leid, der Vorspann war schon extrem lang, aber das hat halt aber mit der ÖVP und ihrer Art und Weise, die Republik zu führen oder für sich zu vereinnahmen, zu tun. Kommen wir zum Stefan Steiner. Der ist der General, der Mastermind im Bundeskanzleramt. Da muss man sich übrigens einmal die Frage stellen, inwieweit der Herr Steiner dort eigentlich verankert ist, denn wir wissen, dass er 30.000 oder über 30.000 Euro im Monat verdient, also deutlich mehr als der Bundeskanzler. Da muss man dem direkt einmal die Frage stellen, ob es da nicht vielleicht auch noch die eine oder andere Kickback-Zahlung gibt. Das wird für uns interessant sein. Und der Herr Steiner war natürlich auch für uns der Sprengmeister oder der Kopf dahinter, was die Koalition zwischen ÖVP und FPÖ betroffen hat nach der sogenannten Ibiza-Affäre. Und
Das ist auch wichtig und da kommen wir sehr stark in diesen Bereich der ÖVP-Geldbeschaffungsaktionen herein. Er war natürlich auch einer der Masterminds im Hinblick auf das Projekt Ballhausplatz und da gehe ich schon davon aus, dass er für uns eine sehr, sehr interessante und spannende Quelle sein wird. Der nächste im Bunde ist der derzeit noch Generalsekretär der ÖVP, der Herr Melchior. Hier habe ich den Eindruck, dass er mittlerweile schon aus der ÖVP mehr oder weniger als Sündenbock abgestempelt wird und ich denke, seine Tage sind gezählt. Wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest und sich anschaut, was in den Medien zu lesen ist, dann stellt man jetzt schon laut die Frage, warum er immer so schweigsam ist bei Nationalratssitzungen, warum er dem Bundeskanzler nicht beispringt in gewissen brenzligen Situationen, die er mittlerweile ja nicht nur tagtäglich, sondern stündlich erlebt. Also da ist schon die Frage, was die Rolle des Herrn Melchior ist. Den Materialien ist zu entnehmen, dass er der Chefkassier der ÖVP gewesen ist. Also in die Richtung werden wir ihn auch befragen. Und ich glaube, eine Frage, die jetzt auch legitim ist, nachdem man nicht spricht im Nationalrat, nachdem man nicht die Rolle eines klassischen Generalsekretärs einnimmt und seinem Chef zur Seite springt, muss man sich die Frage stellen, ob er nicht vielleicht einfach nur ein Marschallmandat hat im Nationalrat, das schlussendlich dazu dient, sicherzustellen, dass er in der parlamentarischen Immunität ist. Und vielleicht war das aufgrund des Gesamtkonstrukts der ÖVP auch wichtig, dass er parlamentarisch immun ist. Also das sind Dinge, die wir herausarbeiten wollen. Interessant ist auch seine Mitwirkung an der Schredder-Affäre, seine mögliche, also er war ja damals Bundesgeschäftsführer der ÖVP, als man dann schlussendlich darauf verzichtet hat, dem Arno M. Sozusagen seine Gerätschaften abzunehmen, beziehungsweise eine Durchsuchung auch in der ÖVP-Zentrale zu machen. Möglicherweise war er derjenige, der dafür gesorgt hat, dass Nico R. Schlussendlich dann nicht genauer nachgeschaut hat. Es gibt übrigens auch einen Regionalbezug zwischen den beiden, also möglicherweise ist das der Grund dafür, das werden wir auch noch herausarbeiten. Ja, und am Ende, ich glaube aber nicht, dass sie heute noch drankommen wird, muss ich auch ganz ehrlich sagen, hätten wir noch die Frau Laure. Die Frau Laure kennen wir aus dem ÖBAG-Deal, die rechte Hand, des noch immer im Amt befindlichen, eigentlich unglaublich in dieser Republik, was es möglich ist, des noch immer im Amt befindlichen ÖBAG-Chefs Schmidt. Also auch hier müssen wir einige Dinge abfragen. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil des türkisen Ballhausplatz-Teams, unter Anführungszeichen, und hier wird sie uns spannend sein, was sie uns noch zum Besten geben kann. Ich hoffe, sie kommt noch dran. Ich fürchte, aber es wird sich zeitlich nicht ausgehen, weil die zwei Herren davor dermaßen interessant sind, dass wir wahrscheinlich beide Male über die volle Distanz gehen werden. Eines ist vielleicht noch spannend, vor dem Hintergrund des Schreddergate 2.0, weil nichts anderes ist diese Laptop-Geschichte vom Herrn Blümel nun. Also man hat sich weiterentwickelt in der ÖVP. Man schreddert die Festplatten nicht mehr, sondern man führt sie mit dem Kinderwagen aus dem Haus raus. Also das ist die Entwicklung, die die ÖVP mittlerweile durchgemacht hat. Eines fällt aber auf. Jetzt sind die zwei wichtigsten Kräfte vom Herrn Bundeskanzler Kurz heute da irgendwie gebunden im Untersuchungsausschuss. Und wenn Sie den Terminkalender vom Herrn Bundeskanzler heute anschauen, werden Sie keinen Termin finden. Ist irgendwie klar, wenn seine zwei wichtigsten Leute und seine zwei die wichtigsten Schreiberlinge heute hier sitzen müssen, dann weiß er wahrscheinlich nicht, was er sonst der Welt erzählen soll. Das heißt, es gibt niemanden, der ihm irgendwas auf seinen Zettel draufschreibt. Das ist der Grund, warum auch der Bundeskanzler heute frei hat. Er soll den freien Tag genießen, weil die nächsten Tage werden dann spannend genug werden. Bitte. Schauen Sie, es gibt ja immer, wenn solche Hausdurchsuchungen im Raum stehen, immer die Gefahr der Verdunkelung. Ne? Und deswegen macht man ja Hausdurchsuchungen, um Beweismittel sicherzustellen. Also ich halte es sehr wohl für problematisch, wenn man dem Herrn Finanzminister die Möglichkeit gibt, seine Frau anzurufen, ihr zumindest in irgendeiner Form mit netten Leuten und so weiter und so fort ein Signal zu geben, dass da jetzt ein Hausdurchsuchen auf sie zukommt und sie offensichtlich schon gewusst hat, was jedenfalls zu verräumen ist. Ja. Das halte ich für problematisch und ich glaube, das ist auch im Hinblick auf die Untersuchungen nicht förderlich gewesen. Und wenn man sich dann auch noch anschaut, dass dann einige Zeit später der zufällig getroffene Kabinettsmitarbeiter oder wie auch immer, das Herr Finanzminister dann auf einmal einen Laptop vorbeibringt im Nachhinein, dann ist die Geschichte für mich nicht rund. Ich werfe der WKStA nicht vor, hier vorsätzlich falsch gehandelt zu haben, aber ich halte es auch nicht für besonders geschickt, wie hier vorgegangen worden ist. Dankeschön.